Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Und wir sind hier auf meinem Kanal Let's Play Today. Und wir spielen wieder eine Runde Minecraft. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir wollen ein Haus bauen. Ich habe die Plattform fertig gemacht und habe schon mal einen Umriss gezogen von dem Haus und habe mal so eine Probe, ein Stück Probe gebaut sozusagen. Um zu sehen, wie es aussieht. Und ich glaube, ich lasse das auch so. Entschuldigung. So. Und ich habe ja schon mal gesagt, den Stützpfeiler von dem Baumhaus, den einen habe ich mal im Kreativmodus gebaut. Wenn ihr alle Folgen komplett verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich nichts anderes im Kreativ gebaut habe. So, und da hinten rennt nämlich schon was rum. Ich habe schon gesehen. Ich hoffe nur kein Creeper. So. Okay, also das ist sozusagen die Probe, die ich gebaut habe. Das Probestück. Finde ich bis jetzt ganz nice. Hier soll dann ein Garten hinkommen. In die Ecke. Und werden an der Stelle jetzt mal weiterbauen. Ich finde es ganz gut so. Also, es ist auf jeden Fall das erste Steinhaus in dem ganzen Areal hier. Die Sokopi hat gestern noch ein paar Laternen gebaut. Oh, tut mir leid. Oh. So. Wie gesagt, der hat ja ein paar Laternen gebaut. Ich denke mal, das kommt hier noch weg. Das ist ein bisschen überladen an der Stelle. Ansonsten sieht das hier schon mal ganz gut aus. Vielleicht sollte sie hier halbe Steine machen und das dann da draufstellen. Das würde, glaube ich, ein bisschen besser aussehen. Aber das werden wir dann sehen. Wenn sie da ist später. Mal sehen, vielleicht kommt der Michi noch dazu. Und dann schauen wir mal. So. Okay, wir machen jetzt weiter. Wir müssen erstmal eine Umrandung ziehen. Und das Ganze hier ummauern. So, ich muss natürlich gucken, dass ich das auch alles ein bisschen symmetrisch baue, also nicht, dass die Kanten dann überstehen irgendwie oder sowas. So zum Beispiel. Und dann hier. Ja, und mir wurde gesagt, ich soll doch mal ein bisschen mehr reden. Ja, das stimmt. Ich habe mir selber mal ein paar Folgen reingezogen und habe mitgekriegt, dass wirklich in manchen Folgen gar keine Gespräche zustande kommen. Das tut mir auch sehr leid. Wie gesagt, ich bin ja auch noch neu. Ich muss erstmal reinkommen in die ganze Sache. Ich bin mittlerweile gesprächiger geworden in den letzten Folgen, glaube ich. Und ja, die ersten Folgen waren ziemlich ruhig, weil ich auch keinen Plan habe von dem Spiel oder hatte. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus, da ich mir ein bisschen Hilfe und so organisiert habe, die mir die ganze Sache hier dann teilweise erklären. Ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich oder so, dass ich echt so wenig Plan habe von dem Spiel. Aber das ist mir egal, jeder hat mal irgendwo angefangen. Und wie jeder andere habe ich halt mit diesem Spiel jetzt angefangen. So. Warte mal, wir müssen hier... Ja, habe ich schon wieder vergessen. Hier kommt ein Fenster rein. Oh. Okay, das geht auch. Tatsächlich. Tatsächlich.
Ja, was soll ich mal erzählen? Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass ich jetzt demnächst das Let's Try anfange. Tätowieren. Und das wird ein bisschen, oder das wird, glaube ich, ziemlich interessant für die Leute, die das sehen wollen. Glaube ich zumindest. So. Ganz schick. So, hört man die Scheiben schon mal. Ich glaube, ich bin ein bisschen krank. Es tut mir leid, wenn ich ab und zu mal räuspern muss. Aber da kann ich leider jetzt nichts dran ändern. Ich muss ja trotzdem ein bisschen aufnehmen. So. Ja, ich kann ja mal ein bisschen was zu mir erzählen. Wer das Video, mein Vorstellungsvideo nicht gesehen hat. Ich bin 27 Jahre alt. Werde bald 28. Am 18. März. Ich bin ziemlich viel tätowiert. Also die Arme sind zu und so. Was kann ich noch erzählen? Ja, zurzeit ist ja ziemlich krass mit den Clowns, ne? Hab ich gesehen. Also überall sieht man, dass die Clowns hier die Leute erschrecken und so. Also, wenn ihr in der Mehrzahl seid, klatscht ihn einfach weg. Das sind einfach nur Typen, das sind nur Spasten, die, keine Ahnung, irgendwelche Probleme haben, meiner Meinung nach. Einfach in die Fresse hauen. Wenn ihr in der Mehrzahl seid. Alleine, naja, ist vielleicht scheiße, da würde ich vielleicht sogar aufpassen, weil manche sind echt ein bisschen krank im Hirn. Bei mir in der Gegend rennen auch welche rum. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich so einen sehe, dann ohne Scheiß, also nicht mit mir, dann ist es vorbei. Den schlage ich einfach so zusammen, dass es dann in dem Fall ist, es Notwehr. Also kann mir da auch keiner was. Wir brauchen. Falsche Truhe. Ich weiß gar nicht, habe ich schon welche gemacht? Ja, wir haben schon welche. Wir brauchen die Dings, Steine. Guck mal, die wären auch nicht schlecht gewesen, wenn wir die mitverarbeitet hätten. So. Reicht erstmal. Rennt schon irgendwo, schon wieder irgendwo was rum. Eine Spinne. Na egal. Es wird alles hier drunter sein, unter uns. Da habe ich ja schon mal gesagt, das ist alles unterhöhlt. Und deswegen hören wir ab und zu mal halt ein paar Viecher. Könnt mir dann auch mal schreiben in den Kommentaren, wie ihr das Gebäude findet, ob das nun scheiße aussieht oder ob es gut aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde hier mal eine Scheibe einsetzen. Ja. Und hier werde ich auch eine Scheibe einsetzen. Finde ich, glaube ich, besser. So. Da haben wir sogar noch Platz, hier einen Blumentopf hinzustellen. Später dann.
Ach so. So. Und den Platz habe ich mit Absicht gelassen. Aus dem Grund hier. Ups. Ja, das mit den Clowns ist auf jeden Fall eine echt gemeine Sache. Also an die Leute, die da vielleicht sogar mitmachen, lasst euch nicht dazu hinreißen, denn es ist einfach nur mies. Auch wenn es vielleicht für euch in dem Moment lustig erscheint, aber ohne Scheiß, es gibt Menschen, die können sowas nicht verarbeiten und sind dann vielleicht ein Leben lang gestört oder so. Echt, es gibt wirklich so eine Leute, die mit sowas nicht klarkommen. So, ich gehe mal kurz schlafen. Und es gibt auch Leute, die können dadurch ziemlich schnell eine Herzattacke bekommen und sowas. Also ohne Scheiß, einfach nur so aus Spaß sowas zu machen, ist nicht in Ordnung. Ist echt nicht in Ordnung. Da schnell was schief gehen kann. Und ich glaube nicht, dass ihr ein Leben lang für einen Schaden von einem anderen bezahlen wollt. Da werdet ihr euer Leben lang nicht mehr glücklich. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe selber damals viel Scheiße gebaut. Daher weiß ich das. Also ich erzähle auch mal ein bisschen über mich jetzt, da ich ja viel erzählen soll. Ich habe viel Scheiße gebaut in meiner Jugend, sag ich mal. Da ist sämtliches dabei gewesen. Jeder hat mal Scheiße gebaut. Sprich, man hat mal irgendwelche Drogen ausprobiert, Marihuana oder sowas. Man hat sich irgendwelche Späße erlaubt. Und ich war schon einer der gröberen Sorte, weil ich wurde damals ziemlich viel gemobbt in der Schule. Extrem viel. Und dadurch hat sich das bei mir entwickelt, dass ich irgendwann richtig aggressiv geworden bin. Ich habe mich dann irgendwann im Laufe der Zeit so entwickelt, dass ich mich so krass verändert habe, dass mich keiner mehr mobben konnte. Also sprich, ich war damals ziemlich fett. Ich bin heute auch wieder ein bisschen dicklicher, aber ich mache mir da nichts mehr draus. Ich war echt sehr fett und wurde nur gemobbt deswegen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann angefangen habe, abzunehmen, was aus mir zu machen und einfach nur jeden, der versucht hat, mich irgendwie blöd von der Seite anzumachen, direkt Kontra gegeben habe. Und ja, da ist es zum Beispiel auch passiert, dass ich dann irgendwann in der 8. Klasse so krass gemobbt wurde nach dem Sportunterricht. Also das war noch, wo ich etwas fetter war, dass ich denjenigen dann, irgendwann bin ich dann abgedreht. Es hat einfach bei mir Klick gemacht. Und dann habe ich denjenigen angesagt, habe ihn am Hals genommen und habe ihn gewürgt, bis er blau wurde, bis mich dann ein Kumpel weggezogen hat. Ich, ohne Scheiß, Leute, es ist nicht lustig, Leute zu mobben oder aus Spaß sie zu jagen mit irgendwelchen Clowns-Scheiß. Ich habe, ohne Scheiß, wäre mein Kumpel nicht da gewesen, ich glaube, ich hätte den Typen dort erwürgt. Ohne Scheiß. Und das ist halt, ja, der Effekt davon, wenn man Leute mobbt und fertig macht im Leben. Ich muss mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da, sorry. So, sorry Leute, es hat nämlich gerade bei mir geläutet sozusagen. Ich muss mir da mal irgendwie noch was einfallen lassen, dass die Leute wissen, dass ich keine Zeit habe und am Aufnehmen bin. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall der Effekt davon, wenn man Leute mobbt. Es gibt natürlich auch noch die andere Sorte, die mir
ehrlich gesagt dann in dem Falle wirklich leid tut. Und das ist die Sorte, die dann wirklich gar keinen Ausweg mehr sieht und versucht sich umzubringen. Leute, ihr wollt nicht dafür verantwortlich sein oder ihr wollt nicht für den Tod eines Menschen verantwortlich sein, nur weil ihr ihn fertig gemacht habt. Wisst ihr, was ich meine? Und das wollte ich mal so nebenbei erwähnen. Ich habe viel Scheiß gebaut danach. Also ich habe mich dann echt extrem verändert. Wer weiß, welchen Weg ich gegangen wäre in meiner Jugend. Wenn das nicht so krass gewesen wäre, vielleicht wäre ich gar nicht so geworden, so krass. Aber es ist dann so halt gewesen. Einfach nur aus dem Grund, dass so eine Spasten einen die ganze Zeit nur gemobbt haben. Ja, du fettes Schwein und was weiß ich nicht und ja, keine Ahnung. Ich wurde auch, ich weiß nicht, das kennen vielleicht sogar viele, die jetzt hier mit zugucken. Ich wurde auch zum Beispiel beim Fußball immer als Letzter gewählt. Und wenn ich gewählt wurde, dann war ich dann immer der Torwart. Weil die anderen natürlich alle viel krasser waren und alles konnten. Und ich war einfach nur fett und war breit genug, um den Ball zu halten. Und ja, aber um auch mal die andere Gruppe anzusprechen, die, wenn ihr gemobbt werdet, wehrt euch dagegen. Also werdet nicht extrem und rennt dann los. Ich weiß nicht, viele kennen, wenn welche den Film kennen, Ben X. Der Film, der hat mich echt sehr krass berührt und bewegt, weil halt ich meine Erfahrung gemacht habe. Und der handelt auch von sowas. Wenn nicht, schaut ihn euch mal an, Ben X. Der ist echt krass gemacht. Aber lauft nicht los mit einem Messer und keine Ahnung, versucht euch so zu wehren, sondern wehrt euch, indem ihr das jemandem erzählt, der euch dabei helfen kann. Ansonsten lasst euch einfach nicht unterkriegen und gut, was Positives aus sowas kann man nicht machen, aber macht was Positives aus euch und zeigt den Leuten, dass ihr auch anders könnt und anders sein könnt. Später könnt ihr ihnen irgendwann mal den Finger zeigen und sagen, ja, ihr habt mich gemobbt, aber ich hab's geschafft. Weißt du, was ich meine? So sieht das nämlich aus. So. So viel dazu. Also, auch mal die Gruppe angesprochen ist, werden hundertprozentig früher oder später hier auch mal Leute zugucken, die selbst mobben. Ohne Scheiß, fasst euch mal ein Herz. Und hört einfach auf, der scheiß Mobber zu sein und helft den Leuten. Wisst ihr, weil ihr seid immerhin in der Gruppe, die cool genug sind, um da mitzumachen. Also könnt ihr eigentlich viel cooler sein und den Leuten helfen. Das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Ich habe die Leute verteidigt. Ich war dann irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich mit in der Gruppe war, der coolen Gruppe. Und habe ich die Leute verteidigt und dadurch habe ich damals meinen besten Freund kennengelernt, der übrigens nicht mehr unter uns weilt, also Ruhe und Frieden, mein Bester. Er ist leider ziemlich jung verstorben, aber er kam damals bei uns an die Schule und alle haben ihn direkt ausgelacht und ich war der Einzige, der auf ihn drauf zugegangen ist und mich vorgestellt habe gemeint, hi und so. Und wenn du Hilfe brauchst oder keine Ahnung was, dann fürchte ich ein bisschen rum und sowas. Und so einer war ich halt. Ich hab mir da einen Scheiß draus gemacht, was andere denken. Weil ich wusste, wie es ist, wenn man so schikaniert wird. Und ja, das ist für mich eine extrem wichtige Sache, weil das hat mein Leben echt krass verändert. So ein Scheiß. Und ja, das wollte ich jetzt mal so weitergeben. Und man sieht, obwohl ich früher gemobbt wurde, ich habe ein gutes Aussehen. Also denke ich jedenfalls, dass ich nicht scheiße aussehe. Auf jeden Fall. Es gibt, ohne jetzt die Leute angreifen zu wollen, auf jeden Fall hässlichere Leute oder Leute, die halt, keine Ahnung, entstellt sind, sag ich mal. Und die nichts dafür können, aber es sind halt so geboren. Also kann man nichts dagegen machen. Jetzt habe ich natürlich meinen Punkt. Also ja, und ich denke mal, dass ich mich auf jeden Fall gemacht habe mittlerweile. Und jeder kann was aus sich machen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Man muss halt nur ein bisschen dran arbeiten und schauen, wie man es macht.
So. Ja, wie gesagt, ich soll dir ja immer mal ein bisschen was erzählen. Ich soll über die Gott und die Welt erzählen. Und das mache ich jetzt einfach. Meine Empfindungen mit euch teilen, was ich so erlebt habe. Ich habe schon viel erlebt. Also, ich war schon in der Schweiz mit meinem Bruder tätowieren. Oh Gott, verpiss dich. Das ist gar nicht gut, Leute. So, warte mal. Da wollte ich schon explodieren. So. Ich war auch schon in der Schweiz gewesen, in Kroatien, in Ungarn. Also ich war zweimal in Kroatien, zweimal in Holland, einmal in Ungarn, einmal in der Schweiz. In Ungarn und Kroatien habe ich Urlaub gemacht damals. In der Schweiz war ich mit meinem großen Bruder tätowieren. Das war sehr geil. Also die Schweiz ist echt, liebe Grüße an die Schweiz. Sehr schönes Land. Zwar klein, aber fein. Also es reicht komplett aus. Und die haben wenigstens alles unter Kontrolle, was das betrifft. Auf jeden Fall war es da sehr schön. Wir hatten auch ein schönes Hotel. Waren gerade zwar in dem Moment Bauarbeiten, aber da haben wir halt das Zimmer ein bisschen günstiger gekriegt, aber es war ein schönes Hotel. Wir haben ja eh nur drin geschlafen im Endeffekt und sind dann immer in eine Motorradbar gefahren und da wurde den ganzen Tag dann tätowiert sozusagen. Ich habe da ein bisschen geholfen und so, habe mal ein paar Vorlagen gemacht und ja, habe an einem Abend irgendwie mal direkt 50 Red Bull. Nee, 50. Nee, das waren 2 oder 3 Abenden, habe ich 50 Red Bull versoffen. Aber in Kombination mit Wodka. Und das wurde dann meinem Bruder ziemlich teuer. Der hat das natürlich nicht gewusst, der hat das dann erst auf der Rechnung gesehen. Und hat sich gefragt, und kam dann zu mir und hat dann gemeint, Alter, hast du ohne Scheiß in 3 Tagen 50 Red Bull gesoffen. Was geht denn mit dir los? Ja, dann durfte da irgendwie, keine Ahnung, 250, 300 Euro hinlöhnen. Erstmal nur für 3 Tage saufen. Es war aber sehr lustig. Das war sehr lustig. So, ja, Kroatien ist auch sehr schönes Land. Genauso wie Ungarn. Ja, natürlich reicht's nicht. Ja, was habe ich noch erlebt? Ich weiß nicht, ob ich jetzt diese schlechten Dinge, die ich gemacht habe, erzählen soll. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr das hören wollt, aber ich habe keinen Bock jetzt irgendwie zu erzählen. Ja, ich habe das und das gemacht und das und das gemacht und dann kommen Nachrichten wie, ja, was bist du für ein Typ oder so. Aber glaubt mir, Leute, das hat alles Gründe aus meiner Vergangenheit, dass ich so was gemacht habe. Aber ich bin auch zu einem Punkt gekommen, wo ich irgendwann gesagt habe, Alter, so kannst du nicht weitermachen, das geht nicht. Deswegen. So, haben wir das Grundgerüst soweit fertig? Wir brauchen jetzt noch diese halben Steine, die haben wir natürlich nicht mehr. So, ich lagere das erstmal alles hier ein. So. Für das Dach möchte ich mir auch noch was einfallen lassen. Ja, also ich habe schon echt viel erlebt, viel durchgemacht. Deswegen, wenn ihr Leute mobbt, lasst es einfach. Dann die Menschen, die verändern sich irgendwann. Und denkt einfach mal drüber nach, was ihr den Menschen damit anrichtet. Und vor allen Dingen, wenn ihr mal weiterdenkt. Ich weiß selber, dass ich ja selber dann an den Punkt gekommen bin irgendwann und diesen Typen da angesackt habe und echt fast zur Bewusstlosigkeit gewirkt habe. Ich weiß nicht, ob ich aufgehört hätte, wenn mein Kumpel nicht gewesen wäre. Aber denkt mal so weit, wenn dieser Mensch wirklich, oder wenn diesem Mensch so die Sicherung durchbrennt, dass er die Schnauze voll von euch hat, dann wird er, dann könnte es sogar so sein, dass er euch mal wegholt. Wisst ihr, was ich meine?
Der rennt los, Alter, kauft sich, also, na gut, Knarre kaufen in Deutschland ist jetzt nicht so einfach. Es kommt halt drauf an, in welchem Stadtteil oder in welcher Stadt zum Beispiel. Da gibt es bestimmt auch Händler, die was unter der Hand verkaufen oder unterm Tresen. Aber lasst ihn einfach mal mit einem Messer den nächsten Tag in die Schule kommen, weil ihn die Sicherung durchbrennt und er sticht euch ab. Was habt ihr davon gekonnt? Ihr habt euer Leben weggeschmissen, nur weil ihr einen Menschen zugrunde gerichtet habt. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, ich werde auf jeden Fall diese Gespräche werde ich in den Folgen auch so benennen. Also ich werde das letzte werde ich dann Episode sowieso, ich glaube 19 oder 20, keine Ahnung, oder 25. Wir reden über Mobbing und so weiter. Werde ich die Folgen dann so nennen. So, helft lieber den Leuten, denn so bekommt ihr auch ein gutes Karma und bekommt auch immer irgendwas Gutes zurück. Vielleicht ist derjenige euch so dankbar, dass ihr ihm geholfen habt, dass er irgendwann mal vielleicht sogar einen Haufen Kohle verdient und ankommt und euch einfach mal Geld gibt oder euch hilft bei irgendwas. Denn ihr müsst mal daran denken, es kann immer schlimmer kommen, als ihr denkt. Vielleicht geht es euch ja gut und so, aber vielleicht kommt auch mal eine Zeit, wo es euch schlecht geht und dann bräuchtet ihr die Hilfe von so einem Menschen und dann steht ihr blöde da. Und ja, so denke ich jedenfalls. Ich meine, ihr könnt da anders denken, ist mir egal, aber es ist einfach so und ich weiß, dass ich damit nicht Unrecht habe. Ja. Leicht kränklich höre ich mich, glaube ich, an. Aber egal. So, und ich werde mir mal überlegen, über was wir dann die nächste Folge reden können, zum Beispiel. Sollte vielleicht auch irgendwas sein, womit man auch eine halbe Stunde voll kriegt. Denke ich jedenfalls. Und ach so, ja, jetzt weiß ich wieder, was wir brauchten. Ja, da werde ich mal überlegen, was wir da reden dann. So, genau, ja, jetzt weiß ich es wieder. Nee, falsch. Hier haben wir noch welche. Die tun wir erstmal beiseite. So, wir brauchen nämlich halbe. Ja, und ihr könnt mir auch Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt und so. Das würde mich natürlich übelst freuen. Dazu eine gute Resonanz zu bekommen, dass ich über sowas rede, das wäre echt sehr cool von euch. Achso. Und das ist ein wichtiges Thema. Es ist einfach wichtig, über sowas zu reden, denn das machen nicht viele reden über sowas. Wahrscheinlich, weil sie gar nicht die Erfahrung so damit haben, aber ich habe die Erfahrung und ich möchte es gerne weitertragen. So, die Folge ist jetzt auch gleich zu Ende. Wir bauen jetzt noch ein bisschen am Rand weiter. Also sprich hier diese Umrandung. Da ist eine Kuh in meinem Haus. Ups. So, und ich hoffe, dass ich doch langsam mal warm werde, was das betrifft mit dem Reden. Ich werde mir halt jetzt auch immer mal überlegen, über was man so reden kann. Vielleicht, es ist ja noch nicht so lange her, könnte man ja die nächste Runde mal über Bud Spencer reden. Zum Beispiel. Es war ein sehr toller Mensch, fand ich. Der hat viel gemacht. Hat vielen Leuten geholfen. Und ja, er ist auch sehr alt geworden. Also ich glaube, er war am Ende seines Lebens sehr glücklich über das, was er erbracht hat. So, da hätten wir das.
Ich möchte im Übrigen nicht hier jetzt Stufen drauf bauen, falls ihr das denkt. Ich möchte das so lassen. Und würde dann halt versuchen. Oh, Entschuldigung. Wenn das weiter so geht, dann werde ich die nächsten Folgen nicht aufnehmen, denn das, ich glaube, das ist auch ein bisschen störend. Nee, das ist falsch rum. So, so möchte ich das dann eigentlich haben. Dann ist das das abschließende Dach hier, sozusagen. Ich glaube, das sieht auch ganz gut so aus dann. Gucken wir uns das nochmal an, bevor die Folge zu Ende ist. Doch, das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Das kann man so lassen. Ist zwar ziemlich eintönig. Ich könnte mir überlegen, ob mir dann irgendwann in einer Folge dann mal... Die Zwischenmauer hier könnte man doch eigentlich wegreißen. Warum steht die da? Aus welchem Grunde? Frage ich mich gerade, ich weiß es nicht. Ich möchte mal kurz gucken, ob das hier mit zusammenhängt. Nee. Ich weiß nicht, warum die hier steht, ehrlich gesagt. Ich mach die mal weg. So. Sieht das doch schon besser aus. So gehört sich das. Ja, und da werden wir dann halt hier vorne werden wir den Flur haben. Ich weiß gar nicht, eigentlich fehlt hier noch ein Raum. Ja, machen wir hier ein paar Küchengeräte rein, würde ich sagen. Und hier machen wir dann Schlafzimmer, Stube sozusagen. Da ziehen wir einfach nur eine Trennwand, wo dann das Schlafzimmer drin sein wird. So, okay Leute, ich muss die Folge beenden. Ich soll nicht immer so überziehen, wurde mir gesagt. Das ist kacke, weil man hat so schon am Tag wenig Zeit und jeden Tag sich eineinhalb Stunden Folge reinzuziehen, weil ich mache ja jeden Tag mindestens 3 Folgen, ist einfach zu viel. Ja, okay, jetzt ist Monster in der Nähe. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch über das, was ich geredet habe. Und bitte liked doch meinen Kanal und abonniert ihn vielleicht, wenn euch das gefallen hat. Wir sehen uns dann bald wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Bis dann, ciao.